Zusammen. Ich drehe mal jetzt schnell die Kamera rum. Herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Tom oder RS Addict. Wir sind hier heute in Sevilla. Wir sind gestern angereist und ich bin gerade aufgewacht, wie man vielleicht sieht. Und ich bin aufgewacht und habe wirklich tief geschlafen und habe gedacht, wo bin ich überhaupt? Was habe ich alles erlebt? Das ist ja alles ein Traum gewesen. War es aber nicht, weil ich bin jetzt wirklich in Sevilla. Und ich bin gestern sogar in einem Flieger, habe ich mir vorne gesetzt und habe ich mitgeschaut, wie die gelandet sind. Also das war wirklich begeisternd, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich schneide mal ein kurzes Video hier rein. Und werde euch ein bisschen auf die Reise mitnehmen, weil wir sind unterwegs mit Audi Deutschland. Und wir werden heute auf jeden Fall was Gutes erleben. Was wir erleben, seht ihr nachher. Und ja, wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Mein Stiefvater ist auch mit dabei. Der wird mir die Tage unterstützen, auch mit Videos drehen. Und ja, ich würde sagen, seid gespannt und ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und bis nachher. Ciao. So, wir sind gerade angekommen, Circuit Monte Blanco, das Wetter ist gut und hier hinter mir stehen schon ein paar schöne Fahrzeuge. Wir haben gleich ein Briefing und dann geht es schon los. Wir werden auch driften hier auf der Rennstrecke und ich bin sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall sehr schön heute. Aufgewacht? Ja. Irgendwann und irgendwo, oder? Jetzt würde ich halt einen Film machen. Da vorne auf halber Strecke stehen im Hof. Also bitte kurz durch. So. Okay.
sind wir wieder. Oh. Dankeschön. Das war anderes wie im RS3. Ja. Und neben mir steht der Daniel. Daniel ist Projektmanager bei Audi für den R8. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen. Genau, mein Name ist Daniel Ziemann. Ich bin technischer Projektleiter für den R8. Und wir sehen hinter uns den R8 GT und ich würde euch ein bisschen was erzählen über die technischen Features, die wir in dem Fahrzeug drin haben. Vielleicht, wenn wir einmal drum rumlaufen, wir sehen es schon an der Seite hier, die Felgen, die wir exklusiv für den R8 GT haben, in schwarz glänzend, extra leichte Felgen. Vom Design her angelehnt an unsere Rennsportfahrzeuge, an die LMS-Fahrzeuge im 10-Speichen-Design, schwarz glänzend mit dem roten Audi Sport Logo. Dann drauf, optional verfügbar auf Semi-Slick-Reifen, der R8 GT. Dann, was wir auch sehr schön sehen, ist das Aero-Kit Carbon, ja, bestehend aus dem Frontsplitter, den Wings hier vorne, den Schwellern hinten dann am Fahrzeug, wenn wir da gerade mal, ja, rumgehen. Das alles ist auch getestet im Wind, oder? Das ist alles, genau, entwickelt im Windkanal, um auch die Fahrstabilität zu erhöhen und die Fahrdynamik zu erhöhen. Wir sehen an der Seite hinten die CW-Blenden, ja, den Heckspoiler hinten auf dem Fahrzeug und komplett aus Carbon sehe ich. Alles aus Carbon, ja, glänzend, genau. Und hinten dann auch den Diffusor entsprechend in Carbon. Was kannst du uns noch erzählen über das Kurzdifferential? Wir haben im R8 GT mit jetzt 620 PS, ja, ein neues Getriebe noch mit eingebracht. Wir haben in Summe ein Drehmoment von 565 Newtonmetern und haben durch das neue Getriebe, das wir hier drin haben, ein deutlich dynamischeres Fahrverhalten. Also das heißt, wir haben die Getriebeübersetzung verändert, um da nochmal sportlicher zu werden. Und haben gleichzeitig in der Applikation auch den Fokus auf den Fahrspaß gelegt und die Fahrdynamik. Ja. Haben da nochmal im Fahren tatsächlich, im Schalten, da deutlich spontanere Schaltvorgänge, schnellere, mhm, Schaltvorgänge durch ein höheres Drehzahlniveau, das wir generell in dem Fahrzeug haben, insbesondere im S-Modus. Ja. Und ja, rein optisch können wir es auch unterscheiden. Wenn wir hier in den Motorraum reinschauen, sehen wir auch, dass die Ansaugbrücke in schwarz ist. Auch das ist exklusiv für den R8 GT. Und insgesamt ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Vielleicht noch kurz zu den Sprintwerten mit dem kurzen Getriebe in der Leistungsstufe. 620 PS, 565 Newtonmeter, 0 auf 100 km/h in 3,4 Sekunden, 0 auf 200 in 10,1 Sekunden, genau, und Vmax von 320. Ja. Ja, ich bin selbst schon gefahren heute Morgen und ich bin wirklich begeistert von das Auto. Vor allem beim Schalten, man merkt wirklich, wenn er in den nächsten Gang reingeht, ist wirklich schön. Also da habt ihr wirklich was Cooles gemacht und ich glaube auch, dass der Kunde sich so richtig freuen wird, wenn er das Auto bekommt. Vielen Dank auf jeden Fall für die Infos. Und sehr gerne. Super. So, wir wollen das Innenraum mal genauer anschauen. Was kannst du uns noch erzählen über das Innenraum? Ich sehe schon was, aber... Ja, der Innenraum ist auch eine Hommage an die erste Generation. Wir haben die Farben in schwarz-schwarz-rot gehalten, ja, wie auch in der ersten Generation. Wir spielen ein bisschen mit den Materialien. Wir haben gewichtssparendes Material hier auf der i-Tafel. Wir haben Alcantara hier, wir haben Leder. Die rote Naht, wie wir es auch schon in der ersten Generation hatten, die als Alleinstellungsmerkmal beim GT zu Gelte kam. Und wir haben besonders, wie auch in der ersten Generation, den Gurt in Rot, ja, exklusiv nur für den R8 GT erhältlich. Und jedes Fahrzeug ist ein Unikat. Von den 333 Fahrzeugen sind alle Fahrzeuge fortlaufend nummeriert, was sich hier in der partiellen Mattierung in der Mittelkonsole wiederfindet. Genau, also das ist auch nummeriert, also man weiß immer, welches Nummer, genau, man bekommt. Exakt, exakt. Genau. Beim Lenkrad haben wir auch die 12 Uhr Markierung in Rot und das Besondere an dem R8 GT und ein großes Highlight ist ja auch der Torque Rear Modus. Ja. 7 Stufen für kontrolliertes Übersteuern, weil hier unten an dem Button möglich ist, von der Stufe 1 bis 7, um wirklich den Fahrspaß zu garantieren. Und 12 Uhr markiere ich, sehe ich auch schon, also da habt ihr schon was Cooles gemacht auf jeden Fall. Definitiv. Wir haben auch die Einstiegsleisten R8 GT, generell das R8 GT Logo spielen wir an diesem Auto in den Sitzen. Das ist sowohl in der Rennklappschale als auch im Sportsitz erhältlich, auf den Fußmatten und natürlich am Heck ist das Logo R8 GT zu sehen. Und der R8 GT kommt Standard mit dem Scharensitz? Genau, wir haben generell eine sehr hohe Ausstattung beim R8 GT, ja, kommt immer mit Keramikbremsen, immer mit der Rennklappschale und ist wirklich ein tolles Fahrzeug für die Rennstrecke, aber auch für die Straße. Sehr schön. Also vielen Dank für die Infos. Gerne.
special one. So, ich bin jetzt erstmal selbst gefahren, das war schon wunderbar. Ich bin in Lüneburg, waren wir ja auch zusammen, habe ich mitgefahren mit Frank Stippler, jetzt selbst erfahren und das erste Mal auch gedriftet, das war wirklich sehr schön. Ich bin wirklich begeistert von dem Fahrzeug und der Robert steht ja neben mir. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Robert Kempf, ich bin Gesamtprojektleiter für den RS3 und bin sehr froh, dass du hier bist heute. Ich auch, auf jeden Fall. Also das wollte ich auf jeden Fall nicht verpassen. Und wir werden uns jetzt mal genauer über die Technik von RS3 mal sprechen.
Genau, also wir haben hier den stärksten RS3 und schnellsten RS3 aller Zeiten mit 407 PS und dem wirklich USP 300 km/h Topspeed. Die Beschleunigung ist von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden, kennst du auch. Ja. Von dem RS3 heute eben auch schon. Und Drehmoment ist bei 500 Newtonmeter. Genau. Und wie seid ihr auf die 407 PS gekommen? Weil die Frage habe ich öfters bekommen. Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass das den Leuten brennend auf dem Herzen liegt. Also grundsätzlich, die RS3 Performance Edition ist, wir reduzieren uns da nicht auf die eine Zahl, die 407 PS, sondern das Auto, wir werden es gleich nochmal erfahren, hat sehr, sehr viele andere Highlights auch noch. Ja. Und zwar eben wichtig, dass wir in jeder Situation die 300 km/h Topspeed erreichen, deswegen auch die 407 PS, das ist dafür ausreichend und deswegen auch auf die 407 PS. Gibt auch noch eine witzige Nebenstory, 7 PS on top, sind ja 5 kW. Ist ein kW pro Zylinder. Die 5 genau. kW, ihr kennt die Zahl, die schönste, die es gibt. Ja. Genau, also vielen Dank Robert für die Technik-Sache. Bitte, bitte. Und jetzt wollen wir nochmal genau das Innenraum und der weitere Details anschauen. So, weiter geht's mit dem Exterieur und dem Innenraum und du kannst uns was mehr erzählen über die weiteren Details. Genau. Die RS3 Performance Edition gibt es in 5 spezifischen Außenlacken, in den 3 Individuallackierungen, einmal wie wir es hier sehen in Nogaro Blau und auf der RS3 Limousine in Pfahlgrau. Zusätzlich gibt es noch die Individuallackierung in Sebring Schwarz und die beiden Serienlacke Daytona Grau und Gletscherweiß. Was kannst du uns erzählen über den vordere Leuchte, weil da gibt es was Besonderes, habe genau. ich gelesen. Genau, wie beim Serien RS3 haben wir diese Coming Home, Leaving Home Funktion. Ja. Das heißt, sobald das Fahrzeug geöffnet wird, haben wir hier diese 15 LED-Pixels, wo beim Serien RS3 RS3 durchläuft. Und speziell für die Sonderedition legen wir sehr, sehr viel Wert auf die Details. Und dann läuft beim Öffnen eben die 300 durch die 15 LED-Pixels. Genau, beim normalen RS3 ist es RS3 und hier haben wir jetzt die 300. So ist es, genau. Das unterscheidet eben schon. Und weiter, wenn wir auf den Felgen schauen, die sind von LMS. Genau, also, wir haben hier neue 19 Zoll Felge. Das Design ist 1:1 das gleiche wie im RS3 LMS, unserem Rennfahrzeug. Passend dazu unsere Semi-Slick-Reifen mit der blauen Keramikbremsanlage. Genau. Reifen, auch was Besonderes beim Performance? Das kommt Standard? Richtig. Genau. Der Serienbezug ist ja für den normalen RS3 als Option bestellbar. Und passend zu dem Reifen haben wir auch noch ein besonderes Special für unsere Kunden, nämlich einen Racing-Handschuh. Genau. Und die werden wir uns gleich mal anschauen, sobald wir ins Innenraum gehen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal ins Innenraum und schauen uns das weiter an. Setze ich mir mal neben den. Genau, setzen wir uns mal rein. Genau. Also Handschuhe haben wir schon gerade mal angesprochen. Die finde ich auf jeden Fall sehr schön. Genau, mit spezieller Nummerierung 1, 2, 4, 5, 3 analog unserer Zündreihenfolge auf den Fingerspitzen und natürlich dem RS3-Logo. Und ich glaube, diese Handschuhe hat Frank Stippler auch benutzt. Also nicht diese, aber der gleiche. Genau. Für den Rundenrekord. Genau, für den Rundenrekord mit einer Rundenzeit von 7 Minuten 40 auf der Nürburgring-Nordschleife. Und ich als Kunde, wenn ich die Handschuhe haben möchte, ich kaufe mir einen RS3 Performance, kriege ich die immer Standard? Genau. Genau. Und beim normalen RS3 war es so, wenn man die Trofeo-Reifen bestellt? Ganz genau. Ja. Genau. Sehr schön. Was kannst du uns weiter über das Innenraum erzählen? Ich sehe hier schon. Genau, im Innenraum haben wir unser Designpaket in Blau im Angebot, sprich die blaue Naht am Lenkrad mit dem Alcantara-Lenkrad, eine 12-Uhr-Markierung in Blau. Auch die Gurte sind vollflächig in Blau gehalten, ja. Spiegelt sich also mit der blauen Keramikbremsanlage und dem Exterior Farbe in Nogaro Blau perfekt wieder. Zusätzlich, was natürlich extrem auf die Individualisierung und Exklusivität dieser Edition hinweist, ist das Badge hier auf der Dekorleiste mit One of 300. Ja. Somit ist dem Kunden immer sichtlich, er fährt einen von 300 Fahrzeugen auf dieser Welt. Genau, das ist schon was Besonderes beim RS3. Und das Allerschönste, was ich selbst persönlich finde, bei 8B war das schon ganz gut, die Schalensitze. Und die habt ihr jetzt wieder zurückgebracht im neuen RS3. Also der Performance gibt es die. Genau, wir sitzen hier in unseren neuen RS-Schalensitzen, natürlich auch in Blau gehalten, in Dynamica-Leder-Kombination und die Rücksitzschale ist komplett aus Carbon. Krass, ja, ist wirklich auf jeden Fall sehr schön. Kann man diese, die Frage habe ich schon öfter bekommen, die Sitze, kann man die
als Zubehör kaufen für ein anderes Fahrzeug oder gibt es die wirklich nur im Performance? Aktuell gibt es die nur exklusiv für die Edition, Performance, genau. Für die RS3 Performance Edition, genau. Ich glaube, das war auch eine Frage, die viel gestellt wurde. Ja. Ja. Ich glaube, dann haben wir es, ja? Dann haben wir es, ja. Und jetzt wird es noch cooler, weil ihr glaubt es nicht. Hinter mir steht der R8 GT und der RS3. Und wir werden jetzt driften auf diese Strecke hier hinten. Und ich bin mega gespannt. Also ich muss euch sagen, ich bin noch nie gedriftet. Deswegen bekomme ich noch ein bisschen Unterstützung. Aber das macht das Ganze schon ganz interessant, um das jetzt endlich mal zu testen. Und das Gute auch daran ist, wir haben RS3 da und der R8. Also RS3 hat der Motor natürlich vorne, R8 hinten. Deswegen wird das auch ein ganz gutes Unterschied sein, das zu merken. Und der R8 hat natürlich RWD. Sei gespannt, ich fahre jetzt eine Runde und bis gleich ins Auto. So, wie ihr seht, sitze ich gerade im RS3 neben der Mike. Mike, stell dich bitte kurz vor. Hallo, ich bin der Mike. Ich bin im Fahrwerk tätig. Ich habe hier den Torquesplitter abgestimmt in diesem Fahrzeug und zeige euch heute den Driftmodus oder dir. Genau, mir. Und ich war in Lüneburg, war ich auch schon dabei. Da durften wir mitfahren. Und jetzt heute darf ich selbst fahren mit dem RS3 und R8. Also ich bin sehr gespannt auf das Unterschied. Ich bin ja noch nicht gedriftet, deswegen werden wir jetzt sehen, wie das ist. Genau. Du wirst mir das mal erklären. Genau, ich erkläre dir das Ganze jetzt. Wunderbar, vielen Dank. Dann musst du selbstständig nochmal ins ESP aufschalten. Genau, das ist zur Sicherheit auch gemacht worden. Genau, einmal in Sicherheit, ja. Dass nicht der Beifahrer dir einfach mal das einstellt. Genau, oder wenn man darauf tippt, dass es dann komplett ausgeschaltet. Genau. Fahren jetzt auf die Strecke. Einmal fahren alles im zweiten Gang hier auf der Strecke. Ja. Also einmal nur den Gang einlegen. Dann fährst du eigentlich langsam drauf zu, längs ein, gibst einfach mal Vollgas. So. Du merkst, dass der Wagen kommt. Zurücklenken, genau. Ja, dann kannst du eigentlich übers Gaspedal, kannst du halt schön dahin steuern, wo du möchtest. Jetzt bin ich gespannt. Also wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, deswegen... Das üben wir jetzt ganz schnell. Einmal von Hand mit dem Pedal in den zweiten Gang gehen. Ja. Genau. Jetzt fahren wir auf den Kreis, so als ob du ganz normal den Kreis fahren möchtest. Ja. Und dann einfach einlenken in die Richtung. Genau. Und jetzt einfach mal voll aufs Gas. Voll durchdrehen. Voll, komplett. Komplett. Genau. Da musst du schneller zurück. Aber es ging schon gut. Ja, gut. Fürs erste Mal. Ja, klar. Natürlich. War gut. Okay, und jetzt nochmal, oder? Genau, wie du magst. Einfach jetzt nochmal probieren hier. Mehr Gas, ne? Voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Ja, genau. Okay. Krass. Mal nach da hinten fahren. So. Naja, ist egal, wie man fährt. Wie rum, du fährst, ist völlig frei. So 50 km/h ungefähr. Einlenken, jetzt voll drauf, voll aufs Gas, voll drauf. Genau, das war zu viel Lenkung. Ja. Einfach drüber rollen, alles gut. Jetzt geht er auch. Genau, hat er Crash erwartet. Ah ja, krass. Wenn du schnell auf die Bremse dann trittst in dem Moment oder so, oder ruckartig vom Gas gibst, dann kommt halt sofort. Das ist noch nicht so einfach. Zweiter Gang wieder. Genau, zweiter Gang. Mehr Gas, ja genau. Jetzt halten, 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 halten. Genau, muss nicht wieder runtergehen zum Gang. Also wenn er also kommt. Für dein Gefühl sagt, du musst von das Gas, also, aber du musst dranbleiben, ja? Genau, du musst einfach halten. Ja. Einfach nochmal einfach im Kreis fahren. Kreis fahren jetzt. Vollgas, 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 drauf, drauf, voll drauf. Halten, halten. Ja, genau. Sehr gut, kommt doch schon. Aber krass. Artificial love. Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. So, hinter mir sieht ihr schon der TTRS Iconic Edition, limitiert auf 100 Zug weltweit. Auch ein sehr schönes Fahrzeug, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Mit dem Footage, also wirklich ein schönes Fahrzeug. Wir sind das jetzt mal gefahren, wir fahren das jetzt zum Hotel. Der Tag war auch sehr schön, es hat uns wirklich Freude gemacht, wir haben so viel erlebt und ja, ich bin wirklich begeistert, was sie da gemacht haben, auch im neuen RS3 mit Performance. Ja, R8 LMS bin ich mitgefahren, war auch sehr schön.
und ich bin das erste Mal gedriftet. Also was ich in diesen Tagen erlebt habe, das habe ich noch nie erlebt. Und ja, was muss man noch mehr sagen? Es war wirklich einfach traumhaft, was wir da gemacht haben. Und wir fahren jetzt zum Hotel, gehen jetzt noch essen und ich werde das Video von hier jetzt beenden. Genieße noch mal kurz den Shots von dem TTRS Iconic Edition. Und ich werde sagen, bis ganz bald. Grüße von Spanien, wo die Sonne scheint. Wir haben jetzt noch 23 Grad. Und ja, thumbs up und bis zum nächsten Mal. Ciao. Reality will never be good enough, and even if it was, we'd just mess it up. 'Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall.